Herzlich willkommen zu einem Video von Let's von Clash Royale. Oh, scheiße. Scheiße. Oh Mann. Ach Gott, fail. Herzlich willkommen zu einem Video von Let's Fun Clash of Clans. Wir wurden schon wieder angegriffen hier. Ich bin auch schon ein bisschen weiter als im ersten Part. Deswegen gucken wir mal. Oh, wir haben was im Shop. Oh, was ist das denn? Für 11 Euro kriege ich irgendwas. Für 22 Euro kriege ich sogar noch mehr. Aber so viel brauche ich gar nicht. So viel Platz habe ich gar nicht in meinen Tanks. Oh, ich kann irgendwas forschen. Forschen. Suche aus, was du verbessern willst. Zu teuer für mich, Mann. Siehst du das nicht? Ne, so viel kann ich mir auf jeden Fall nicht leisten. Jetzt mal alles einsammeln hier und gucken, was wir machen können. Okay, wir können den Bogenschützenturm verbessern. Ich verbessere gerne Verteidigung, um ehrlich zu sein. Ich kann die Mauer auch verbessern. Ich muss alles einzeln verbessern. Nicht ernsthaft, oder? Oha, ich muss alles einzeln verbessern. Wie mies ist das denn? Ist ja voll Betrug. Die wollen mich komplett verarschen. Verbessern erstmal hier das Armeelager. Ich weiß nicht, was das bringt, aber wir verbessern das einfach. Und wir verbessern den Bogenschützenturm. Yay. Jetzt greifen wir noch einen an. Die Goblins. Da bin ich auch schon ein bisschen weiter. Oh, ich habe eine Nachricht. Hallo. Achso, nee. So, wir gucken uns die Wiederholung an. Er hat mich auf jeden Fall nicht ganz kaputt bekommen. Hahaha. Loser. Ach, da habe ich auch noch Mörser stehen. Stimmt. Oh, er greift einfach. Oh, wie viele? Er rastet komplett aus. Ein Turm. Wie die einfach nichts machen. Oh. Okay. RIP. Nach Hause. Oh, jetzt habe ich 34 im Shop. Verteidigung. Luftabwehr. Ich greife aber keine. Oh, ich kann. Noch einen Bogenschützturm bauen. Ja. Ist gut. Sieht schlecht aus. Wie lange ich gebraucht habe, dass ich mal gecheckt habe, dass ich auf die Dings klicken kann. Oh, muss ich da. Oha, wie unfair. Richtig beschiss. 500 Diamanten, Alter. Wo soll ich die denn herzaubern? Okay, das entfernen. Dann muss ich auch bestimmt hier Dings zahlen, ne? Ja, sicher. Oh, ist ja mega unfair. Okay, wir greifen jetzt die Goblins an. Angriff. Okay, wir haben 8 Riesen und 20 Bogenschützen. Bringt die Kanone überhaupt was, wenn ich von hinten angreife? Sollte reichen. Die Hälfte meiner Truppen. Die gehen außen rum, das ist eigentlich nicht so klug. Weil da sicher Bomben liegen. Jo, natürlich. Die brauchen, um die Mauer kaputt zu kriegen. Ein Riese hat eigentlich auch gereicht. Eigentlich hätten auch nur Bogenschützen gereicht. Großartig. Nein, nicht durch den Bogenschützen. Ach so, ist eh egal, wenn ich sterbe. Verliere sie ja sowieso, aber sie ist nicht gestorben. Aha. So, die machen wir direkt neu. Direkt. Nein, ich möchte nicht bewerten. So, ich habe 4 davon geopfert. Und 10 davon, glaube ich. Ich habe zu wenig Platz, weil das hier gebaut wird, glaube ich. Dann macht das auch schnell fertig. Dann kann ich so einen Bogenschützenturm bauen, oder? Ja, komm, mal was einfach. Ich möchte einen Bogenschützenturm haben. Ich glaube, den stelle ich da hin. Das ist die Goldmine. Verpiss dich, Goldmine. Nein!
passt das denn nicht? Ah, jetzt. Aha. Okay, dann können wir noch einen angreifen, bevor wir das einmal upgraden. Angriff. Goldrausch. Oh, ich habe Bahn auf einmal. So, die waren im anderen Camp wahrscheinlich. Oh nein, ich wollte nicht einsetzen. Oh, scheiße. Unterstützung. Leute, die sterben ja alle. Ach man, das wäre ja richtig dumm von mir. Wie Riesen sind einfach overpowered. Also gegen die Goblins zumindest. Später wahrscheinlich nicht mehr, aber sind hier auf jeden Fall über overpowered. Der erste Angriff war richtig schlecht. Wenn die da drauf schießen, kriege ich ja jetzt schon Gold. Sehr lustig. All die verfügbare Beute sinkt. Alles eigentlich Wurst, ob wir das Goldlager platt machen oder nicht. Warum geht ihr denn erst rüber zu diesem einen Haus und gehen dann erst zum Hauptlager, die Riesen? Verstehe ich nicht. Ich scheine Prioritäten zu setzen. Ballert drauf, Leute, ballert drauf. Nice, nice, nice. Bzw. eigentlich nicht nice. Ich habe alles und fast meine ganzen Truppen verschissen bei dem Angriff. Fünf davon auf jeden Fall. Riesen hatte ich 8, ne? Jetzt habe ich noch ein. So. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie hatte ich doch was anders. Bock 30 Minuten zu warten. Geh schneller. Auch kein Bock 45 Minuten zu warten. So, 3 Stunden kann ich warten. Das ist in Ordnung. Boah, es kostet 32.000, das ist ein scheiß Ding. Ist ja unfassbar. Gut, ich habe leider kein Elixier mehr. Sammeln, was kann ich da sammeln? Beutekarre, was ist das denn? Hä? Was ist da eingesammelt? Hä? Was ist das denn? Oh, ein Boot. Gratis wieder aufbauen. Ja, gratis nämlich immer. Ja, okay. Nicht gratis. Scheiß Ding. Gucken wir uns im nächsten Part an, das Ding. Können wir noch Goblins angreifen? Ich glaube, hier kommen noch Truppen, ne? Kommen noch Truppen. Egal. Angriff! Warum greifen die denn zuerst das Goldding an? Das ist ja doof. Das schafft ihr, Leute! Das schafft ihr! Irgendwie war das nicht so gut. Greifen jetzt gleich wohl erst das Hauptgebäude an oder gehen wohl erst zur Kanone? Ich denke mal, die greifen erst das Hauptgebäude an. Und das wäre schlecht. Nein! Naja, 50% habe ich ja schon mal. Der Riese geht direkt auf die Kanone. Ist ja komisch. Lol. Verloren. Gegen die Goblins. Naja, egal. Versuch war es wert. Kann ich auch verbessern.
Ah, das wäre Diamanten. Ach, kostet auch Dings. Okay. Ja, das war's für den Part. Ja, im nächsten Part gucken wir uns dann das Ding da an hier. Und dann geht's richtig ab. Kaserne kann auch. Oh, schalt Kobold frei. Diese lästigen kleinen Kreaturen haben nur Augen für eine Sache. Beute sind schneller als eine Sprungfalle und ihre Gier nach Ressourcen ist unersättlich. Alles klar. Hört sich scheiße an. Oh, Kaserne ist auch auf Stufe 1 erst. Mensch. Muss verbessert werden. Einiges noch zu tun hier. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.